Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gears 5. So, in der letzten Folge hatten wir knapp eine Stunde gebraucht und wir sind aber immer noch im Akt 1. Also, aber wir haben irgendwie schon die erste Rakete gestartet für den Satelliten. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich kenne das Spiel nicht. Ich kenne die ganze Reihe nicht. Wir zocken einfach weiter. Gut, dann würde ich sagen, weiterspielen. Und weiter geht's mit der dritten Folge. Ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ruhig einen Like, Kommentar oder auch Abo. Da würde mich alles sehr, sehr freuen. Und Leute, entschuldigt, wenn ich ab und zu nicht so viel rede. Weil wenn ich gerade im Kampf bin, dann bin ich immer so konzentriert. Ich bin nicht multitaskingfähig. Ich gelobe Besserung. So, okay. Dann schauen wir doch mal. Was müssen wir jetzt hier machen? Okay. Rüsten Sie den neuen Jack auf. Die andere Drohne ist ja kaputt Jack mit gegangen. Etwas aus, das ich Blitz nenne. Er blendet und betäubt den Feind. Neue Fähigkeit gefunden. Blitz. Jack erzeugt einen Blitz, der nahe Gegner betäubt. Okay. Fortsetzen. Eine Fähigkeit ausrüsten. Jack kann jeweils einen Angriff und eine Unterstützungsfähigkeit ausrüsten. Fortsetzen. Ah, okay, das ist eine Art Skillbaum. Eine Fähigkeit ausrüsten. Öffnen Sie mit das Menü von Jack. Markieren Sie die gewünschte Fähigkeit. Drücken Sie A. Okay, das ist jetzt Blitz oder wie? Angriff. Ausrüsten. Per Unterstützung. Okay, da haben wir noch nichts anderes. Ah, das ist jetzt, dass er uns praktisch unser Zeug holt, glaube ich, oder? Passiv. Ah, ne, das sind da drüben. Sind die Passivfähigkeiten. Okay, da werden wir bestimmt noch reinkommen. Ist installiert. Also, wie nutzen wir es? Ich zeig's euch. Kommt mit. Was gibt's denn hier noch? Schemalenzer MK3. Okay. Scheint sich um ein Schnapp der Waffe und Gemeinschaftsprojekt geh in vom. Deckung. Dann starten wir den Test. Darf ich mal bitte vorlesen? Es scheint sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Markus und Bert zu handeln und mehrere Verbesserungen aus Markus selbst konstruierter Version zu enthalten. Die Kettensäge ist rot markiert, was Bert wohl vorhat. Okay. Und jetzt geh in Deckung. Ja, wohin? Hier. Iris, aktiviere Alpha 331. Natürlich, Dave. Also, sagen wir mal, ein Ziel hat es sich in seiner Deckung zu bequem gemacht. Jacks Blitzfähigkeit löst das. Ziel auf den DB und aktivier sie. Dann staune. So, LT. Einheit lädt nach. Ach so. Testsequenz abgeschlossen. Das könnte nützlich sein. Okay, jetzt nochmal mit mehreren Zielen. Iris, aktiviere Alpha 332. Feindkontakt, Damon. Jack muss zwischen den Blitzen Energie umleiten, sobald er wieder aufgeladen ist. Greif an. Blitz! Oh, zwei auf einmal. Cool. Verdammt, Jack ist noch nicht so weit! Waffe wird nachgeladen. Einheit lädt nach. Nachladen initiiert. Jack, Blitz benutzen! Ah, okay. Nein, wir wollen weiter zocken. Ich bin nicht ready, aber Jack ist mein neuer bester Freund. Das freut mich für euch beide. Aber jetzt stellt eure Waffen wieder in den Schrank und verschwindet.
Willst du uns loswerden? Oh, ist es euch aufgefallen? Mit den richtigen Komponenten könnt ihr Jacks Fähigkeiten verbessern. Besucht die Waffenkammer, bevor ihr zu Jin geht. Vielleicht könnt ihr euch eine bauen. Oh, wir werden es definitiv durch. Gut, okay, dann schauen wir zur Waffenkammer. An die Arbeit. Was Damon damit sagen will, ist, dass er sich um wichtigere Dinge kümmern muss. Danke, Iris. Direktheit ist eine von Iris' löblicheren Eigenschaften. Woher sie das wohl hat? Wir sehen uns, Bert. Gute Leute. Kein Problem, macht euer Ding. Komm schon. Hey, Fass. Wie läuft's denn so auf Jins Reservebank? Spitze. Hat ja nicht jeder Zeit für so geheimes. Ja? Woher weißt du davon? Das hier ist eine Armee. Und kein Kloster, mein Freund. Ja, okay. Ich merk schon, du hast hier wichtigere Aufgaben wie Maschinen zu boxen. Sparring beenden! Jetzt warte mal, du Arschgeige. Arschgeige? Dell, Theorien? Ich weiß nicht. Sowas wie eine Geige mit einem Arsch drauf? Oder eine Geige, die ziemlich scheiße klingt. Alles klar, fick dich. Machen wir das Ganze hier interessanter. Du und ich, Sparring, und zwar jetzt sofort. Was soll daran interessant sein, dich zu vermöbeln? Ja oder nein? Bist du dabei? Ich glaube, bei dem, was hier eigentlich verglichen wird, wäre ich irgendwie im Nachteil. Oder Schwanzvergleich. Auch nicht. Ich lach mich tot. Bist du dabei oder nicht? Sicher bin ich dabei. Komm schon, Mann, holen wir uns das Jack-Modul und verschwinden. Nein, das wird spaßig. Und wie spaßig fandest du das? Versuch's nochmal, Fass. Komm schon. Die Sache ist die, Fass. Ein Bot hat zum Sparen. Besiegt dich aber nie. So wurden sie programmiert. Das erklärt aber dein aufgeblasenes Ego. Ist recht offensichtlich. Willst du einen Rat, Phoenix? Ich verzichte. Jin liebt ihre Musterschüler. Aber das hält nie lange an. Siehst du, hat Spaß gemacht. Fick dich! Da der Spaß mit Fass endlich vorbei ist, können wir jetzt bitte das Modul suchen? Die Stimme kommt mir vor wie aus Pacific Rim, aus dem ersten Teil, der so mit seinem Vater dort. Ich weiß nicht, ob er den, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, aber so kommt mir die Stimme vor von dem. Muss schon sagen, diese billige Nummer? Hm, echt sauber, Kumpel, echt sauber. Das ist die Komponente, die wir uns borgen. Oder stehlen. Na, eher borgen. Für unbestimmte Zeit. Okay, mal sehen, was es kann. Okay. Sie haben eine Komponente gefunden. Jack kann mit Upgrades für Fähigkeiten und passive Fähigkeiten ausgerüstet werden, die sie im Komponenten herstellen. Die sie mit Komponenten herstellen. Okay. Upgrade Jack. Komponenten. Hier können wir ein Upgrade machen und hier können wir. Warte mal. Okay, Reparaturboost. Machen wir das doch gleich mal. Wir haben eh bloß eine Komponente. Ich muss echt sagen, mir gefällt der neue Track. Ich kann es kaum erwarten, ihn auszuprobieren. Halt dich mit deiner Euphorie zurück. Wir müssen noch in Jins Büro. Ja, Dad hat wahrscheinlich genug Zeit mit dir allein verbracht. Okay. Okay, das reicht. Du musst wegen deinen Kopfschmerzen echt zum Arzt. Das werde ich. Ich verspreche es. Nach dem Gespräch mit Jin.
Lassen Sie mich eins klarstellen. Was die Waffe betrifft, teile ich Ihren Optimismus nicht. Das war das erste Mal, dass mir jemand Optimismus vorwirft. Tja, aber Sie wissen, dass auch Ihre Frau gegen eine Reaktivierung des Hammers war. Ich hätte erwartet, dass Sie Anyas Wünsche respektieren. Ich tue mal so, als hätten Sie das nicht gesagt, um unser beider Willen. Anya hätte gewollt, dass der Hammer... Sie haben kein Recht, über Sie zu sprechen. Wenn Sie meinen, ich will keinen Streit. Sie und Ihr verdammtes Fruchtbarkeitsprogramm. Sie verdanken diesem Programm Ihren Sohn. Oh. So wie ich. Ich ehre Anya. Ich vergöttere sie. Sie können mir ruhig glauben. In der Frühphase meines Programms kam sie zu mir freiwillig. Und zwar beide Male. Dass die Ministerpräsidentin sich der Behandlung unterzog. Wissen Sie, wie viele Kinder ihr Leben verdanken? Sie sollte hier begraben sein. Bei den Allvätern. Das Volk braucht sie als Inspiration. Ihre Inspiration war meine Frau. Ministerpräsidentin, Lieutenant Phoenix und sein Trupp. Okay. Sollen reinkommen. Ah, Lieutenant. Wie ich höre, war Ihre Mission ein Erfolg. Ministerpräsidentin, ich kann das erklären. Nur zu. Erklären Sie, wann Damon Baird mich ersetzt hat. Erklären Sie, warum der Start eines Hammer-Satelliten nicht meine explizite Genehmigung benötigt. Eine Front, hä? Lieutenant, der Hammer hat uns mehr Leben gekostet als die meisten Armeen, die wir bekämpften. Ihr Vater weiß das so gut wie jeder andere. Ich misstraue nicht den Waffen, Ministerpräsidentin, sondern den Leuten, die sie einsetzen. Der Hammer der Morgenröte wird nicht wieder aktiviert werden. Ah, das wird der Bericht zur Evakuierung von Siedlung 2 sein. Siedlung 2 wird evakuiert? Warum? Aktivität in der örtlichen Grabstätte. Chief Carmine, Bericht. Bitte, ganz langsam. Schicken Sie die 4. Division. Wir übernehmen das Kommando dort. Gehen Sie. Los! Okay. Akt 1, Kapitel 3. So geht Krieg. Zum Haupttor. Da soll nichts mehr reinkommen. Mir ist schon klar, dass ich hier das Kommando habe, hä? Und wir werden Carmine im Stadtzentrum unterstützen. Dass wir wieder hier sind. Wir haben unsere Pflicht getan. Find dich einfach damit ab. Abfinden, also? Jungs, jetzt nicht. Cole, wirf einen Blick nach draußen. Wow, da geht's ganz schön zu. Alter Schmiede. Oh, shit. Gut festhalten. Los hier, los, los. Jill, los. Bewegt euch nach. Alter. Nachladen hier. Wer ist noch? Del, wo bist du? Haltet durch, wir beeilen uns. Hab ich keinen Bock.
Alter. Wir müssen da runter. Wir werden in Stücke gerissen, Mann. Ich weiß. Mach mich. Das Scheißding von mir runter. Das war der letzte. Danke. Jetzt geht das hier raus. Gar nicht schlecht, die Bumme. Danke. Tja, schöne Scheiße. Bert, unser Raven ist abgestürzt. Stellst du uns so kaum einen durch? Geht leider nicht. Sein Funkgerät ist aus. Ist okay? Ich sehe ihn beim zentralen Chormarken. Er wehrt sich, aber der Schwarm ist überall. Beeilt euch, wenn's geht. Sind unterwegs. Los, Delta, verschwinden wir. Schauen, was wir machen können. Upgrade. Ja, hier können wir jetzt erstmal nichts machen. Wir haben bloß eine Komponente. Da müssen wir ein bisschen mehr finden. Ja, die ganze Video, okay. Swarmack auf unserer Position. Ich schicke die Divis gegen ihr ein. Geht ihr zu Carmine. Gut, sobald wir hier fertig sind. Die Drohnen haben sich verschanzt. Jack, blende sie. Blitz! Alles sauber. An alle Evakuierungsfahrzeuge, fahrt ins Zentrum. Haltet nicht an. Lizzie, hier Delta. In der Siedlung ist ein Swarmack. Bleibt mit dem Konvoi auf Abstand. Ach, Delta, ich wollte hier noch ein paar Runden drehen. Und Vorsicht, Corporal. Sie sind schneller, als Sie aussehen. Delta Ende. Alle Waffen mal nachladen. Okay, dann haben wir wieder ein Upgrade-Kit. Anführerische Literatur. Die Schwertlinie, das ist die Wahrheit. Es gibt eine Widerstandsgruppe in der Gründer-Community. Heute erheben wir unsere Stimme. Nach dem Siedlung 2-Massaker wurden wir mit leeren Worten und halbherzigen Zugeständnissen eingelullt. Wir als Bürger laufen Gefahr, den Grund aus den Augen zu verlieren, warum uns an jenem Tag zugehört wurde. Siedlung 2 wurde mit einem Versprechen gegründet. Seine Bürger wurden die Autonomie erhalten, die Bedürfnisse ihrer Gemeinschaft zu erfüllen und ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Heute bleiben beide Versprechen immer noch unerfüllt und die Verbrecher derer, die uns abschlachteten, sind ungesühnt. Wir sind bloß eine Erweiterung von New Ephira und werden immer wieder angewiesen, die brutalen und ineffizienten politischen Entscheidungen der Ministerpräsidentin zu befolgen. Alles, was dieser Agenda aus New Ephira widerspricht, gilt als Abspaltung. Der Status quo ist nicht tragbar. Ich werde bald wieder mit Ihnen reden. Auf einem beigeschriebenen Papier steht geschrieben, bringen Sie das so schnell wie möglich zur Ministerpräsidentin. Wir müssen herausfinden, wo Sie herkommen. Okay. Ein Konvoi! Ja, scheint Lizzie zu sein, so schnell wie der ist. Sie ist unsere beste Fahrerin. Das Problem dabei ist, sie weiß es. Alle zurückbleiben. Sie kommen. Feuer einstellen, Private. Wir sind Gears. Mist, tut mir leid, Lieutenant.
Ist nicht schlimm. Ja, was Schwein gehabt. Wir haben unsere Dibis verloren und uns hier mit Zivilisten verschanzt. Lizzie, Delta braucht eine Eskorte für Zivilisten. Sektor 8, Wohnkomplex. Verstanden, Delta. Ich drehe ab. Danke dafür, Lieutenant. Kein Ding, Private. Los, Delta. Private. Okay, haben wir schon drei Komponenten. Entschuldigen Sie den irrtümlichen Beschuss, Lieutenant. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Sir. Kein Problem. Papa sitzt da. Kommt ihr uns abzuholen? Nein, aber ein Konvoi ist auf dem Weg. Vorsicht da draußen. Auf geht's, Delta. Ein bisschen Munition hier mitnehmen. Willkommenspaket von Siedlung 2. Verehrte Bürger und Bürgerinnen, im Namen der Koalition ist es mir ein besonderes Vergnügen, Sie in der historischen Siedlung willkommen, Siedlung 2 willkommen zu heißen. Ich möchte Ihnen versichern, dass Ihr Leben innerhalb dieser Mauern sowohl sicher als auch erfüllend sein wird. Siedlung 2 zählt zu den ersten neuen Core-Gemeinschaften, die außerhalb der schützenden Mauern von New Ephira errichtet wurden. Sie ist ein Beweis für die unerschütterliche Hartnäckigkeit und beeindruckende Stärke der Menschen. Mit diesem Teil unserer Geschichte sind Sie, Ihre Familie nun untrennbar verbunden. Ihr wagemütiger Pioniergeist wird der Koalition helfen, Wohlstand für alle zu schaffen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg auf Ihren zukünftigen Abenteuern. Hochachtungsvoll, Min Jin, Ministerpräsidentin. Oh, ein Crosstrainer. Fahrrad. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal da durch. Au. Wir brauchen Unterstützung. Ein Hesser will. Na, scheiß drauf. Das ist doch nichts, Zentrale. Hab mich drum gekümmert. Divis, wir müssen diese Straße sichern. Okay, ihr habt sie gehört. An die Arbeit. Jack, Blitz benutzen. Bert, wir helfen dem festgefahrenen Konvoi. Brauchen vielleicht Verstärkung. Roger, Delta. Ich leite den Konvoi in eure Richtung um. Phoenix, zum letzten Mal. Ich bin hier der ranghöchste Offizier. Was bedeutet, dass ich Verstärkung rufe? Ja, Sir. Ich werde das regeln. Fühlen Sie sich. Stirb! Das ist also der Schwarm, ha? Huh? Beeindruckt mich jetzt nicht. Hat aber auch einen Rückstoß. Kämpft weiter, nicht nachlassen. Stirb, du Elendige! Scheiße! Ein Schein! Okay, da kommt Ihre Nummer 1! JD, dein Konvoi ist da! Was brauchst du? Lieutenant Chitani fordert Sentinel an! Oh, ist das
so? Unterwegs. Beschützer, sichert diese Straße. Wir können keine Zivilisten in die Wagen laden, wenn wir keine mehr haben. Okay. Knallen ab. Lebt immer noch, oder? Okay. Das ist frei. Neu gruppieren. Ja, viel Salve. Gehen wir so hin. Boomshot. Aber wir gehen einfach mal mit dir, keine Ahnung. Ich habe gerne den Plan, wo wir hin müssen. Hier rüber. Hier kommt man ja gar nicht runter, oder? Aber vielleicht müssen wir hier im Haus hoch. Das scheint auch nichts zu sein. Zeigt mir sie, glaube ich, gar nichts an, oder? Hier waren wir schon. Hä? Hier wieder im Wald verhörter Bäume nicht.
Wow, was ist denn das für ein Schmarrn? Ach, da rein oder was? Oh. Okay. Das sollte passen. Okay, Leute, ich würde sagen, schauen wir uns aber in der nächsten Folge an, wie es dann da weitergeht. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Würde mich freuen. Gut, Leute, dann sage ich bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.